Jay Godev. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Live-Video. Ein aktuelles Thema in ganz Deutschland und aber auch in der Welt sind die Umweltkatastrophen oder die Umweltkatastrophe, die wir jetzt gerade in Deutschland erfahren und in den Niederlanden genauso. Und in Deutschland sind wir als Deutsche natürlich mehr davon betroffen, weil es unsere Brüder und Schwestern oder auch ein Teil von uns ist, mehr von uns, so haben wir das Gefühl, dass wenn Deutsche sterben, und es sind jetzt über 140 Menschen schon durch die Fluten, die wir in letzter Zeit hatten, gestorben, und es werden vielleicht noch mehr dazukommen. Das berührt uns natürlich sehr viel mehr, als wenn jetzt in Afghanistan da jeden Tag 700 Leute sterben, die umgebracht werden, getötet werden. Oder auch in Afrika, wenn da Umweltkatastrophen sind, wenn da Wassermassen die Länder verschlingen oder es Dürre sich ausbreitet und alles vertrocknet oder die Heuschrecken kommen und die ganze Ernte vernichten und die Familien, die davon betroffen sind, dass die quasi einen Hungerstod erleiden oder unter ganz schweren Schwierigkeiten leben müssen. Das geht so ein bisschen an uns dran vorbei, wenn wir die Nachrichten sehen und hören davon, wenn das nicht direkt in Deutschland jetzt für uns passiert. Dann berührt uns das weniger, obwohl wir alle eine ganz große Familie sind, eine Weltfamilie, und wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind nicht getrennt. Und jetzt auf Deutschland bezogen, wenn wir da schauen und uns die Bilder ansehen, was sehr massiv ist und was uns zutiefst berührt auch und uns Schmerzen bereitet und tiefes Mitgefühl hervorruft. Und insbesondere, wenn es jetzt die Familien selbst sind, die davon betroffen sind oder Familien, die vielleicht ein Kind jetzt durch die Fluten verloren haben oder die Eltern oder Verwandte, Bekannte und überhaupt jeder, der da betroffen ist, das berührt uns alle. Und wir sind entsetzt darüber, dass es passieren kann, dass durch den Regen, durch Überflutungen, dass da Menschen sterben können, die im Auto oder ertrinken oder auf der Straße weggespült werden. Das fühlt sich alles also nicht gerade erheiternd an, also es ist sehr berührend, die Bilder zu sehen und auch die Berichte zu hören, wenn Leute darüber berichten, wie schwer sie davon betroffen sind. Und wir können es auch gut vorstellen, wenn wir jetzt da nicht von betroffen sind, wenn jemand da sein Haus verliert oder die Kinder verliert oder jemand aus der Familie verliert. Das betrifft uns alle oder es trifft uns auch alle sehr am Herzen. Und da sind einfach ist das Mitgefühl da, nicht? Das Mitgefühl, das Gefühl zu fühlen, wie der andere sich fühlt. Ja, schon sehr berührend. Und wir sind ja alle so auf dem spirituellen Weg. Grüße dich, Stefanie, Hennigred und all die anderen.
Wir sind ja alle so auf dem spirituellen Weg und wir haben auch unser Leiden, wir haben unsere Depression, unsere Wut und Ärger, Wut und Verdruss und Eifersucht. All diese Dinge werden natürlich dann noch verstärkt, wenn man jetzt so eine Katastrophe vielleicht selbst miterlebt, wo man selbst von betroffen ist. Man hat sowieso schon so viel an der Backe oder so viel Probleme mit dem Leben überhaupt klarzukommen. Und wenn dann sowas dann noch auf uns zukommt, das ist dann ja nochmal so ein größerer Einschnitt. Und damit klarzukommen. Man hört auch viele Aussagen letzter Zeit in spirituellen Kreisen, dass die Erde sich ja auch entwickelt. Und die geht in die fünfte Dimension. Und da soll es keine Probleme geben. Fünfte Dimension ist das, was wir in uns selbst erleben. Wenn wir unser Bewusstsein entwickeln und wir kommen in die fünfte Dimension, dann sind wir erwacht. Und dann sind wir im Frieden. In uns. Und das Äußere ist immer wie das Innere. Wenn jemand also ganz stark leidet und sein Haus verliert, ein Kind verliert und auch vielleicht die Gesundheit verliert, die eigene Gesundheit, dann hat das etwas ja mit ihm selbst zu tun. Es macht keinen Sinn, ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, wenn wir mit jemandem in Kontakt sind, der jetzt unmittelbar von dieser Flutkatastrophe in Deutschland betroffen ist, der vielleicht jemand verloren hat oder sein Haus verloren hat und ganz traurig ist und verzweifelt ist, dass wir dann kommen und sagen, ja, es ist außen. Das, was du im Äußeren lebst, das ist in dir. Was stimmt, aber wenn man das wissen wir selbst, wenn wir betroffen sind, und dann mögen wir keine Sprüche hören. Das sind Sprüche für jemanden. Also, obwohl das die Wahrheit ist. Aber es macht keinen Sinn, wenn jemand so leidet und in Schwierigkeiten ist und so von der Natur jetzt so die Dinge vorgesetzt bekommt, die er selbst verursacht hat, dass man ihm das sagt. Es ist besser, man ist einfach im Mitgefühl und fühlt einfach das, was die andere Person gerade empfindet, ohne zu philosophieren, ohne zu belehren, ohne zu sagen, ja, das ist dein Karma, nicht so wie du siehst, so wirst du ernten. Das hast du dir selbst erzeugt. Nicht, wenn du ein besseres Leben haben willst, dann musst du einfach dein Bewusstsein erweitern, deine Wahrnehmung vergrößern und dann kann dir sowas nicht passieren. Was stimmt, das stimmt alles, aber wie gesagt, es macht jemand sehr traurig oder verletzt einen jemand sehr, wenn er das jetzt hört in der Not. Und das sowieso, auch wenn jemand nicht in der Not ist und nicht bereit ist und offen ist dafür, so eine Botschaft oder so eine Information zu hören, dann macht es keinen Sinn, ihn da belehren zu wollen oder zu sagen, ja, du musst dein Bewusstsein erweitern und du musst deine Wahrnehmung vergrößern, du musst dein Nervensystem reinigen. Dann wird dein Leben besser, was alles stimmt. Aber dazu ist Offenheit nötig für diese Botschaften, für diese Informationen. Da brauchen wir nur bei uns selbst schauen, wenn wir in der Wut sind und wenn jemand kommt, doch jetzt hör doch mal auf mit deiner Wut, lass doch mal locker, so und ist alles nicht so schlimm. Das macht uns ja noch mehr wütend.
Also nur das als Information, wir müssen immer so gucken, was wir sagen können oder was ist, wo es gut ist, einfach so in der Stille zu bleiben, im Mitgefühl bleiben, nicht leiden, nicht mitleiden. Das ist was anderes, nicht? Also nicht mitleiden mit dem anderen, sondern einfach so mitfühlend sein. Und wenn man ganz in der Präsenz ist, so ganz bei sich selbst ist, oder ist man auch voller Mitgefühl, da leidet man nicht mit, man ist im Mitgefühl, man empfindet mit den anderen mit, aber man bleibt trotzdem nicht von dem Gefühl oder wird nicht von dem Gefühl überlagert, so dass man sich selbst verliert in dem Schmerz des anderen. Genau genommen, wenn wir jetzt so, jetzt unter uns hier, jetzt nur für uns, jetzt ist keiner da, der jetzt gerade davon betroffen ist, dann ist es gut schon zu wissen, zu verstehen, dass alles, was wir uns immer sagen, nicht? Und was wir uns immer auch immer wiederholen und uns daran erinnern, dass wir uns unsere Umgebung selbst schaffen. Was innen ist, ist es auch im Äußeren. Das heißt, alle Krankheiten und Flutkatastrophen und Windböen und Überschwemmungen, alles, was wir so erleben, oder Kälte, Feuer, nicht, dass unser Haus verbrennt oder Wälder verbrennen, Brasilien zum Beispiel und andere Länder. Das sind alles Ausdrucksformen von uns selbst. Wenn wir es nicht verstehen, im Einklang mit der göttlichen Intelligenz zu sein, dann kommen wir in Disharmonie, in uns selbst. Und dann machen wir Fehler. Fehler heißt, wir stören die kosmische Ordnung. Und so eine Flutkatastrophe, wie wir sie jetzt gerade haben in Deutschland und Niederlande und anderen Ländern, überall, oder andere Dürre, Menschen haben nichts zu essen. Oder selbst auch jetzt in Afghanistan, was jetzt zum Bürgerkrieg sich wohl ausdehnt, entwickelt, wo jeden Tag so hunderte von Menschen schon sterben, seitdem die Amerikaner und wir auch, die Alliierten nicht mehr da sind in Afghanistan. Auch da, wo die Leute jetzt so leiden, nicht? Wo die, boah, da kann man doch gar nicht sagen, boah, die Kinder, die leiden da und haben nichts zu essen und sind auf der Flucht, die haben doch keine Schuld. Nein, geht nicht um Schuld. Das ist keine Schuld, nicht? Also das, was wir erfahren, das, was wir erleben durch Kriege, durch Flutkatastrophen, durch Krankheit, durch Krebs, durch Alzheimer, all diese negativen Sachen, die ich jetzt gerade mal so aufführe hier, das kann nur geschehen, auch jetzt mit Corona, wenn wir davon betroffen sind, das kann nur geschehen, weil wir uns nicht mehr in dieser kosmischen Ordnung befinden. Die kosmische Ordnung ist immer förderlich für unser Leben, immer zum Guten. Aber wenn wir uns jetzt durch unser Denken, durch unser Fühlen, durch unsere Handlungen in negative Bereiche des Lebens begeben, und ich sagte am Anfang schon, wir sind eine Weltfamilie, wir sind alle
miteinander verbunden. Und ich erkläre das immer ganz gerne so an dem einen heiligen Feld. Nicht sonst, wie sollen wir sonst verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind? Und das einheitliche Feld heißt, alle Formen, die groben Formen, diese groben Schwingungen, die kommen alle aus dieser allerfeinsten, lichtvollen Schwingung. Da ist nichts Grobes. Und da, wenn wir so runtertauchen, auch bei der Meditation, wenn wir jetzt meditieren und so eintauchen in uns, da kommen wir so in dieses Feld, wo denn alle Formen aufhören zu existieren. Das heißt, die Informationen von allen Formen sind jetzt unmanifestiert. Und das ist genau der Bereich, wo wir alle miteinander verbunden sind. Weil die Formen sind alle unmanifestiert. Und das heißt, jede Form, die wir jetzt so hier in Deutschland sehen, die ist im Unmanifestierten gleichzeitig überall. Allgegenwärtig. Und da, wenn wir dieses Bewusstsein haben, das heißt, wenn wir im Samadhi sind, auch in der Aktivität, nicht nur so vorübergehend, mal so eintauchen in Samadhi und dann wieder raus und dann Samadhi weg, das ist keine Erleuchtung. Samadhi heißt, wir sind immer, Erleuchtung heißt, wir sind immer in Samadhi. Samadhi heißt, wir haben immer diese Unbegrenztheit, dieses einheitliche Feld mit uns, dieses transzendentale Bewusstsein, das immer mit uns, geht uns nicht verloren. Das haben wir ja schon im Zustand des Erwachens. Nicht, wenn wir erwacht sind, nicht, wenn wir unser Nervensystem so weit gereinigt haben, dass all diese Blockaden, alle Stresse, alle Verspannungen sich aufgelöst haben. Die haben wir dadurch, dass wir eintauchen, beim Meditieren zum Beispiel, da kommt so viel Ruhe in unser System und dann werden alle Stress und Verspannungen aufgelöst und dann sind wir bewusst in diesem einheitlichen Feld, was immer da ist. Wir schaffen nicht das einheitliche Feld. Das ist immer da. Nur wir sind überlagert von all diesen Formen, jetzt zum Beispiel von dieser Überflutung nicht. Da können wir ja sehen, nicht all die Politiker, die sind auch so überflutet von diesen Informationen, die da sind. Aber die haben nicht das Bewusstsein, was darüber hinausgeht. Also all diese Entscheidungen, das sind alles, was sie jetzt sagen, so jetzt müssen wir Geld geben und müssen wir dies machen und jedes machen. Das sind alles Entscheidungen aus dem Ego, aus der Ignoranz heraus. Das heißt nicht, ich bin nicht dagegen, alles gut, die sollen alle gut versorgt werden und so und sollen auch Geld haben und so, dass sie wieder anfangen kann, ihr Haus zu bauen und so. Das ist also nichts dazu zu sagen. Aber viel, viel effektiver wäre die Politik und natürlich auch das Leben von jedem Einzelnen, wenn er nicht getrennt ist von sich selbst. Wenn wir getrennt sind von uns selbst, dann sind wir nicht in der Wahrheit, dann sind wir ständig so am Rumschippern, nicht so. Und dann können diese Katastrophen mit uns passieren, können Krankheiten mit uns passieren und das kann das Leiden passieren. Bist du in diesem Selbst, in diesem Unmanifestieren, in diesem einheitlichen Feld gegründet, etabliert? Dann kann dir das Haus wegbrennen oder die Wellen können dir das Haus wegnehmen. Du bleibst davon unberührt. Dann kannst du sagen, ja, aber mein Körper, wenn der jetzt der ertrinkt oder so und stirbt, was ist dann? Da bin ich davon berührt. Nein, du bist ja gar nicht der Körper. Gerade jetzt, so, wo wir dann so in diese Leidensgeschichte hineingehen und auch in dieses Mitfühlen so nicht und völlig vergessen, wer wir sind, da denken wir, wir sind der Körper, wir sind die Leidenden,
Wir sind, haben Haus und Hof verloren und Kind, vielleicht ein Kind verloren oder die Eltern verloren oder ein Elternteil verloren. Da sind wir doch die Leidenden. Nein, das ist nur das Ego. Das Selbst, das, was du bist, bleibt von dieser Umweltkatastrophe, nicht? Von all diesen Folgen jetzt auch, wo das Leiden aufkommt, wo die Probleme sind, wo die Schwierigkeiten sind und wo man denkt, boah, das Leben kann gar nicht weitergehen. Ich sah gerade heute Abend eine Frau, wie die ihr Haus nicht verlassen wollte und der Sohn sagte, komm, jetzt lass uns gehen, lass uns gehen. Und dann ist sie letztlich und sagt sie, nein, ich schließe jetzt mein Leben hier ab, ich bleibe im Haus, ich gehe da nicht raus. Und viele Leute wollen nicht aus ihren Häusern rausgehen, weil die so gebunden sind an ihrem Haus. Viele Leute sind sogar geblieben in ihren Häusern, obwohl sie immer wieder aufgefordert sind, ihr Haus sofort zu verlassen, weil sie eine Katze hatten und eine Katze haben, einen Hund haben, den sie nicht mit rauskriegen konnten. Und dann wollten sie im Haus bleiben, weil die wollten die Katze und den Hund nicht verlassen. Die waren bereit, ihr Leben für die Katze und für den Hund aufzugeben. Das ist Bindung. Das ist Bindung. Nicht, dass ich drücke das nur da aus, weil es so eine starke Bindung ist. Und das ist Ego. Das Ego ist immer an allem, nicht am Partner gebunden, an einem Kind gebunden, an der Katze gebunden, die Bauern an ihren Rindviechern, die sie jetzt unbedingt retten mussten, ja auch. Die sind alle gebunden da. Da ist nichts Verkehrtes dran. Und die können ja auch gar nicht anders. Das würde ich auch nicht in Frage stellen. Aber wenn wir erkennen, dass wir nicht der Körper sind, wenn wir in der Meditation eintauchen, dann merken wir das ja sofort. Nicht bei der ersten Meditation merken wir ja schon, wenn wir so eintauchen in uns, da hört jede Bindung auf. Auch die Bindung zu unserem Körper hört auf. Solange wir an unserem Körper gebunden sind, sind wir auch an unsere Frau gebunden, sind wir an unseren Partner gebunden, sind wir an den Kindern gebunden, sind an den Hund und die Katze, die nicht jetzt da aus dem Haus gehen wollen, weil die Fluten da sind und die sind da gebunden, ja, dann stellen wir unser Leben da in die Gefahr, das ist auch von den Fluten ergriffen wird. Und viele Leute sind sicherlich auch dadurch gestorben jetzt, weil sie nicht bereit waren, aus ihren Bindungen zu gehen. Das heißt, sie waren nicht bereit, ihr Haus zu verlassen. Können wir es gar nicht, der Einzige, der jetzt nicht so diese Tierliebe hat, der sagt, so was Verrücktes wie, kann man sein Leben jetzt dahergeben oder so aufs Spiel stellen, wenn die Katze da nicht mitgeht, weil die Angst hat vorm Wasser oder der Hund. Aber ein Katzenliebhaber und ein Hundeliebhaber, die sind so eins mit ihrer Katze und mit ihrem Hund, die sind so stark gebunden an ihre Katze und Hund und auch ans Haus und alles, an allem sind die gebunden. Wenn du an eine Sache gebunden bist, zum Beispiel an deinen Körper, an deine Gesundheit, wenn du da gebunden bist, dann kannst du sicher sein, du bist an alle anderen Dinge genauso gebunden. Mehr oder weniger, nicht, vielleicht nicht genauso, aber ähnlich, in ähnlicher Weise gebunden. Du kannst nicht in der Freiheit sein. Und dann die Freiheit einschränken und sagen, ja, ich bin so frei und ich lebe die Freiheit, nur ich kann mich nicht von meiner Partnerin oder von meinem Partner trennen oder von meinem Haus oder von meiner Katze und von meinem Hund trennen. Da bist du nicht frei. Das ist eine Illusion, die man da hat. Und wenn du nicht von deiner Katze frei bist, dann bist du auch nicht von deinem Partner frei und von deinen Kindern, von deinem Haus, von allem, von deinem Fahrrad, Auto, bist du nicht frei. Die Freiheit ist das
wenn du erkannt hast, realisiert hast, dass du nicht der Körper bist, dass du das Selbst bist. Du kannst erst realisieren, dass du nicht der Körper bist, dass du nicht die Sinne bist, die immer dich so im Griff haben. Nicht? Wenn du Essen siehst, und denkst, oh, und du hast so einen Hunger, mittags hast du einen starken Hunger und dich dann draufstürzt. Und dann kannst du deine Grenzen gar nicht ziehen und sagen, so eigentlich, der Körper hat doch genug, der hat doch genug, der hat doch schon seine ganzen Kalorien bekommen. Aber du bist immer noch am Futtern, 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 nicht? Und das ist ja mit der Grund, warum in der ganzen Welt die Leute überfetten, weil sie gebunden sind. Wenn jemand dem Essen zwang, auch nur ein Beispiel, es sind nur Beispiele, um zu erkennen, bin ich wirklich frei? Oder bin ich doch ein Opfer meines Egos? Ego entsteht immer dadurch, wenn du dich mit einer Sache identifizierst. Identifizierst du dich mit dem Essen und bist immer am Futtern, 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 weil du bist, identifizieren heißt jetzt Bindung, du bist gebunden an deinem Essen und dann futterst du immer alles hinein, hinein, hinein nicht? Und dann stellst du dich auf die Waage, oh, schon wieder 3 Kilo zugenommen, nicht? Aber das ist ja die natürliche Folge, nicht? Es ist ja nicht so, dass du die 3 Kilo bekommen hast aus Lust und Liebe jetzt, weil du hast nichts getan dafür oder dagegen. Du hast sie gekriegt, weil du einfach mehr Kalorien aufgenommen hast, als dein Körper wirklich verbraucht. Das ist einfach eine Milchmädchenrechnung. Und diese Milchmädchenrechnung, die können wir überall anwenden. Wenn mir das Haus wegschwimmt durch diese Flutkatastrophe jetzt hier, dann hat das was mit mir zu tun. Wenn ich immer negativ denke, negativ handle, immer irgendwelche Gesetze überschreite, also nicht irgendwelche, sondern die Naturgesetze überschreite, dann sammelt sich da auch Karma an und irgendwann reagiert die Natur darauf. Und weil viele Leute das machen so und nicht immer dagegen sind, und das ist jetzt auch ein kollektives Geschehen in Deutschland, das ist nicht ein Einzelgeschehen, sondern ein kollektives Geschehen. Und dann sehen wir ja auch, das sind Ortschaften, die sind ganz, ganz stark davon betroffen. Das sind alles Menschen, die haben ein bestimmtes kollektives Bewusstsein und dann ist dieser Ort mehr davon betroffen als andere Orte. Auch da können wir sehen, nicht? Also auch in Afghanistan, wenn wir schauen, nicht? Wenn da jetzt da 700 Leute am Tag erschossen werden oder ermordet werden, umgebracht werden, beseitigt werden, ganz schlimm, dann hat das auch etwas mit den Leuten zu tun, die da ermordet werden, abgestochen werden. Also wie gesagt, das sage ich jetzt nur hier, ist nur so, das geht nur nicht darum, dass wir das irgendwie jetzt groß bewerten, nicht und urteilen, nicht und manche Dinge können wir leichter annehmen, nicht als andere Dinge. Aber der Geist ist halt so raffiniert, wir suchen uns, das Ego sucht sich immer das aus, was es gut verstehen kann oder was es annehmen kann. Nicht? Wenn ich sage zum Beispiel, wenn du hast die Weizenkörner, und da hast du deinen Garten, hast die Erde, hast du schön vorbereitet und tust jetzt die Weizenkörner in die Erde. Ja, und dann sage ich, ja, was wird da draus? Ja, dann sagst du, ja, da entsteht ein Halm nicht, da ist der Keimling nicht und dann entsteht ein Halm nicht und dann kommt da die Ähre und dann habe ich irgendwann so eine Ähre mit lauter Weizenkörnern. Das ist Ursache und Wirkung. Und wenn du jetzt, aber wenn jetzt der Sturm kommt, und dann Weizenhalm da umhaut, da bist du traurig und sagst, oh, wie kann das passieren? So, ich habe so viel Liebe da reingesteckt. Aber du hast vielleicht in andere Dinge nicht so viel Liebe reingesteckt und dadurch kommt es, dass dein Weizenkorn wieder zertrümmert wird oder vom Wind umgebracht wird oder auf die Erde gelegt wird. Und so ist das denn, dann sagen wir manchmal, ja, das ist ganz natürlich und das ist Karma, das ist positiv, nicht? Das kann ich gut verstehen. Aber wenn das jetzt die Ernte ausbleibt, weil du nicht immer im Einklang mit dem Leben warst, das willst du nicht hören.
Genauso, wenn jetzt dein Auto jetzt von den Fluten da erfasst wurde, zum Beispiel, und viele Autos sind ja weggeschwemmt worden, regelrecht mit Leuten drin, nicht? Die waren, sie saßen mit dem Auto drin und die wurden da so weggeputzt von dem Strom, Wassersturm so, oder Wassermassen, die da plötzlich waren, einfach weggeschippert sind die Autos da und Leute sind da drin. Nehmt das nicht so ernst, wenn ich jetzt so lache, oder? Das ist nicht so gemeint, aber wir sind ja jetzt auf einer ganz anderen Ebene. Ich bin jetzt nicht in der Leidensebene, so auf der Leidensebene, man spreche jetzt hier, sondern ich versuche, die Zusammenhänge ein bisschen klarer zu machen. Und dann, wenn man dann jetzt mehr auf dieser Seinsebene ist, dann fängt man über Dinge, die im Relativen passieren, an zu lachen, weil man sagt, ja, ist doch ganz klar, wenn jemand sich so verhält, dann kommt es auch wieder zurück. Nicht wie Jesus sagte nicht, wenn du, wie war das irgendwie, wenn du auf die eine Seite eine geklatscht kriegst, dann halt auch die andere Seite hin, nicht so, nicht die Wange. Das sind alles Abläufe, die wir verdrängen oftmals in unserem Leben. Wie verdrängen sie aus unserem Leben? Bei anderen sagen wir vielleicht, ja, das ist sein Karma, nicht, wenn das Auto kaputt geht oder weggeschwimmt ist. Aber wenn wir unser eigenes Auto jetzt sehen, wie das von den Wellen verschlungen wird, dann sagen wir, nee, das ist ungerecht, nicht, und warum ist mir das passiert, nicht, und so. Und der liebe Gott, der ist ungerecht, nicht, der liebe Gott, der macht gar nichts, nicht. Der hat einfach Gesetze geschaffen, nicht, und wenn du dich da nicht dran hältst, dann geht es dir nicht gut, nicht? Wie auch immer, nicht? Dann kommen Krankheiten, nicht? Und kommt der Virus, Coronavirus oder so. Du brauchst überhaupt keinen Gedanken an ein Coronavirus zu haben. Überhaupt nicht drüber nachdenken, nicht? Und du kannst die Nachrichten angucken und so, nicht? Und sagst, aha, das muss ich gar nicht berühren. Wenn du ein Mensch bist, der im Einklang mit der Natur lebt, da kann dich auch keine Infektion erreichen, nicht? Da kommt nichts Negatives an dich ran. Und wenn doch, dann sagst du, ja, ich habe doch jetzt immer meditiert und meditiert und so, nicht? Und hab immer schöne nette Bücher gelesen, habe deine Videos gesehen und jetzt bin ich doch infiziert worden. Tja, dann ist das dein altes Karma. Siehst du, Ausreden gibt es immer, nicht? Aber das ist keine Ausrede. Das ist so, dir kann nichts passieren, was du nicht selbst erzeugt hast, nicht? Das heißt ja wieder, nicht? Innen wie außen, nicht? Die Wellen, die du in deinem Gehirn hast, die drücken sich auch im Äußeren aus. Und das ist ganz leicht zu verstehen, wenn wir jetzt so nochmal zurückgehen, was ich sagte, meditieren so, nicht? Oder wir können auch durch Yoga, durch Übung, Yoga-Übung, durch Atemübung oder so, können wir da in diesem Bereich hineingehen in dieses einheitliche Feld, wo das, die Formen sich alle auflösen, ist alles relativ, die Formen lösen sich jetzt auf und sind in diesem unbegrenzten, allgegenwärtigen Bereich, so nicht überall, da keine Zeit, kein Raum. Und wenn wir da sind, da können wir alles machen auch. Und wenn wir jetzt aber, wir können alles machen im Positiven, aber nur dann, wenn wir mit unserem Bewusstsein, wenn wir mit unserem Bewusstsein dort sind. Wenn unser Nervensystem noch nicht so gereinigt ist, wenn das heißt, wir haben noch Blockaden, so irgendwelche Stresse, irgendwelche Krankheitserlebnisse, irgendwelche Unfälle, Todesfälle, Unfälle, Vater gestorben, Mutter gestorben oder so. Das hat alles so Eindrücke in uns hinterlassen oder Vergewaltigung, du bist als Kind, kleines Mädchen oder Junge vergewaltigt worden. Das hat alles so Eindrücke in dein System hinterlassen und die blockieren dein Nervensystem, dass es reibungslos funktionieren kann. Und das hindert dich daran, dass du jetzt dein Bewusstsein ausdehnen kannst, dass du in das unbegrenzte Bewusstsein gehen kannst.
Das sind diese Blockaden. Die Blockaden im Nervensystem bewirken, dass du dein Bewusstsein nicht bis zum Unbegrenzten ausdehnen kannst. Es ist immer begrenzt, immer begrenzt. Aber jetzt, wenn du meditierst, transzendierst, da kommst du in diese Stille und diese Stille bewirkt, dass jetzt diese Stresse und Verspannungen, die Blockaden, die Traumata, all diese Erlebnisse aus der Vergangenheit sich auflösen und in dem Maße, wie jetzt die Blockaden, Stress und Verspannung aus deinem Nervensystem gehen, ist es möglich, dein Bewusstsein, ist es für dein Bewusstsein jetzt möglich zu expandieren, sich auszudehnen. Das heißt, das hängt zusammen. Unser Bewusstsein, wie bewusst wir sind, mit den Erlebnissen aus der Vergangenheit, die wir noch nicht verarbeitet haben, die wir noch nicht aufgelöst haben. Wir müssen nicht alles verarbeiten. Das reicht völlig aus, wenn wir in die Stille gehen und die Blockaden alle weggehen. Und das passiert ja auch bei der transzendentalen Meditation. Wenn du in die Stille gehst so nicht und transzendierst alle Gedanken, alle Formen, kommst in diesen unbegrenzten Ozean, da kannst du hinkommen. Du kannst mit der transzendentalen Meditation direkt dahin kommen. Du musst nicht alles vorher aufgelöst haben. Du kannst direkt dran vorbei meditieren, sozusagen so vorbeirutschen an deinen Blockaden und wirst dann total in diesem Samadhi-Zustand völlig bewusst. Du bist dir deiner eigenen Existenz völlig bewusst. Und da, in diesem Übergang so nicht von diesem Groben zu diesem Allerfeinsten im Relativen, lösen die Stress und Verspannung auf. Und dein Bewusstsein erweitert sich. Dein Bewusstsein wird weit. Und deine Wahrnehmung, die vorher auch, die ist ja bestimmt von deinem Bewusstsein, wie bewusst du bist. Wenn du Alkohol getrunken hast, dann bist nicht viel so, ist nicht viel Bewusstheit da, nicht? Und dann ist auch deine Wahrnehmung nicht sehr beschränkt. Du siehst die Ampel, die ist rot, nicht? Und du hältst sie für grün, nicht? Weil du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen rot und grün, weil du betrunken bist, nicht? Dein Nervensystem arbeitet nicht im Einklang, ist nicht reibungslos so. Und da wird so manches Informationen werden dann so falsch erkannt. Und dann gibt es Unfälle und Probleme, weitere Probleme. Und das heißt, wenn wir unser Bewusstsein ausdehnen, weil unser Nervensystem jetzt reiner ist, weniger Blockaden, kann besser funktionieren, dehnen wir unser Bewusstsein aus und dadurch erweitert sich auch unsere Wahrnehmung. Und wenn wir jetzt unser Bewusstsein so weit ausdehnen, so weit bis zum Unbegrenzten, dass wir das unbegrenzte Bewusstsein, denn ist auch deine Wahrnehmung für das Relative, im Relativen, bis ins Unbegrenzte. Und aber dann kommen wir das einhändige Feld, das ist so ein Übergang vom Relativen zum Absoluten, ist so ein Übergang, nicht so ein Übergang. Das heißt, wir können auch in diesem Bereich, in diesem Übergang, in dieser Transzendenz, in diesem einhändigen Feld, uns selbst erfahren, obwohl alle Objekte verschwinden, aber wir sind dann unbegrenzt. Wir sind kein Objekt mehr. Wir sind nicht mehr der Körper, nicht keine Strukturen, keine Form mehr. Wir sind dann, haben uns selbst auch transzendiert, haben auch unsere Form aufgelöst, ganz weg. Und wir sind dann genauso wie das Bewusstsein, das Unbegrenzte. Und weil das Unbegrenzte, dieses Selbst, sich selbst realisiert oder sich selbst erfährt, dadurch wissen wir, dass wir nicht der Körper sind. Dadurch wissen wir, dass wir das Selbst sind. Und durch dieses Wissen können wir jetzt unterscheiden zwischen Selbst und Nicht-Selbst. Vorher konnten wir gar nicht. Dieses Nicht-Selbst ist das Relative. Nicht? Du jetzt so diese. Alles, was wir jetzt erfahren mit dieser Sturmflut, mit diesen Unmengen an Regenwasser, was denn alles so weggeschwemmt hat und kaputt gemacht hat und Leid erzeugt hat, das ist alles im Relativen, alles im Relativen, alles im Relativen. Aber alles Relative ist auch in Connection, in Verbindung mit dem Absoluten, mit dem Selbst. Was ich sagte, dass diese Transzendenz, dieses einheitliche Feld, das ist immer da.
Und die Verbindung zu den Formen ist immer da. Da ist keine Trennung. Die Formen könnten keine Form, und dein Körper könnte nicht entstehen oder bestehen, wenn es nicht diese Verbindung zu diesem einheiligen Feld hätte. Also diese Form ist im Unmanifesten, die Information von deiner Form bleibt erhalten, aber im Unmanifestierten, das ist nur die Information von deinem Körper, aber die Form ist weg. Und so ist es mit allen anderen Objekten auch. Die Form weg, wenn du im Unbegriff bist. Und da ist so eine, wenn das Erste, wenn das so anfängt, so jetzt langsam Form anzunehmen, und viele Leute erfahren das, das weiß ich von den Berichten aus Facebook und Instagram und vielen anderen Quellen, privaten Gesprächen, die erfahren Licht, goldenes Licht, andere Licht, alle Lichtfarben, so nicht, lila, blau, auch schwarz, alles weiß und so. Alle Farben oder Mischung von den Farben, und dadurch entstehen ganz wunderschöne Erfahrungen in diesem feinsten Bereich, die die Leute haben. Und das spricht dafür, dass, und dann, wenn du das hast, dann weißt du, boah, ich bin jetzt so nahe, so an der Quelle vom Ursprung dieser Farben oder vom Ursprung von deinem Körper. Am Ursprung von deinen fünf Sinnesorganen. Und das ist so der Schritt, und da kann man auch sagen, das ist so, wir bringen jetzt sozusagen die Erleuchtung, dieses unmanifestierte einheitliche Feld, damit verbinden wir uns, indem wir immer das so eintauchen, es wieder verlieren, so eintauchen, wieder verlieren. Und dann mit der Zeit erfahren wir immer mehr, dass wir dieses, das ist auch Samadhi oder dieses einheitliche Feld, dass wir das sind. Und die Erleuchtung ist jetzt die, wir haben uns einfach nur wiedererkannt, dass wir dieses einheitliche Feld sind. Und dadurch wird das mehr und mehr stabilisiert. Und wenn uns das nicht mehr verloren geht, wenn wir immer in dem einheitlichen Feld sind, nicht immer, nicht, das ist immer mit uns, immer, dann werden die Qualitäten, die ja unmanifestiert sind in diesem einheitlichen Feld, was ich sagte, so alle Formen, alle Informationen sind im einheitlichen Feld unmanifestiert da und überall, gleichzeitig überall, an jedem Ort. Also alle Informationen, nicht die Informationen, die du hier jetzt hier in Deutschland oder in deinem Zimmer haben kannst, die kannst du genauso in Afrika oder sonst wo du bist, im Himalaya, in der Einsamkeit, kannst du da alle Formen abrufen, wenn dein Bewusstsein in diesem Bereich ist. Wenn dein Bewusstsein unbegrenzt ist und dadurch deine Wahrnehmung unbegrenzt ist und vor allen Dingen, dass du stabilisiert bist in diesem Bereich. Und stabilisiert hast, das ist immer mit dir, es geht dir nicht verloren. Und das ist heißt so, das ist ja so schön. Stell dir vor, du hast immer deine Mutter bei dir, nicht so. Ihr habt immer ein tolles, ganz vorne, ich gehe mal davon aus, die Mutter ist immer so was Geborgenes, was Liebes, wo man sich reinfallen lassen kann, wo man sich total gut fühlt, wo man Vertrauen hat, wo man sich hingeben kann, wo man sich öffnen kann. Also nicht jetzt Mütter, wo die Kinder so distanziert sind und ihre Mutter schrecklich finden, sondern nein, umgekehrt. Eine Mutter ist, und das ist ja die wahre Mutter, nicht die göttliche Mutter, die ist so ein Zufluchtsort für jeder Mann. Und die hat alle Qualitäten, die total schön sind und uns so glücklich machen und erfüllend sind. Und wenn wir es anstelle von, ihr hättet jetzt diese Mutter, eure Mutter, sag mal, eure Mutter ist diese Mutter, diese göttliche Mutter. Und die ist immer an eurer Seite, immer mit euch, nicht? Da können Fluten kommen, da kann Feuer kommen, da kann der Wind kommen, da kann die Erde erschüttert werden, nicht? Erdbeben, alles, alles kann geschehen. Aber du bist gesichert in dem Schoße deiner Mutter. Und so ist es, wenn wir erwachen. Und der Höhepunkt von diesen Erfahrungen, von diesem Erwachen ist, wenn wir uns noch weiterentwickeln. Wenn wir uns so weit entwickeln, dass wir
erkennen, dass alles eins ist. Das nun erkennen, in Wahrheit ist jetzt schon alles eins, immer. Alles ist eins, nicht? Der Baum ist eins mit dem Stuhl, der Stuhl ist eins hier mit den Bildern, die Bilder sind eins mit den Planeten, nicht mit dem Kosmos, mit der Erde. Da ist nichts in Trennung. Alles ist eins. Nur wir, das Einzige, was nicht so eins ist, ist bei uns, dass wir da getrennt sind von. Wir haben uns selbst davon getrennt, indem wir uns mit den Objekten unserer Wahrnehmung identifiziert haben. Da sind wir gebunden und haben uns dann gefesselt, fesseln lassen auch und haben dann nicht mehr die Erkenntnis, dass wir mit allen Dingen vereint sind. Und Erleuchtung ist eigentlich nichts anderes, dass wir jetzt wieder uns daran erinnern, wir sind doch alle erleuchtet. Wir sind doch alle eins, das ist keine Trennung. Und das haben wir vollständig erreicht im Einheitsbewusstsein. Einheitsbewusstsein, wie das Wort sagt, einheitlich. Wie ich sage auch, einheitliches Feld. Und wenn wir erkennen, dass dieses einheitliche Feld überall ist, dann sind wir erleuchtet. Das heißt, ich erkenne, beim Erwachen ist das so, wenn ich jetzt erwache, dann erwache ich aus meinem Traum und ich erwache, erkenne, ich bin ja nicht der Körper, ich bin das Selbst. So, das Erwachen nicht. Aber das heißt jetzt noch nicht, dass du die Einheit überall siehst, nicht? Wenn du den Baum ansiehst oder deine Frau anguckst, nicht? Schaust du auf deine Frau oder auf deinen Mann, da siehst du, boah, ich bin erwacht so und ich bin so unbegrenzt allgegenwärtig. Das ist so stabil in dir, das weißt du nicht. So Samadhi ist immer mit dir beim Erwachen, immer nicht, immer da nicht. Und du bist auch getragen so, dein ganzes Leben ist getragen durch Samadhi, nicht durch diese Einheit, aber Einheit nur mit dir selbst. Noch nicht mit deinem Partner oder mit deinen Kindern oder mit deinem Hund oder mit deiner Katze. Das ist immer noch so, da bist du immer noch getrennt, so, nicht Trennung, nicht so. Und, aber das ist nur vorübergehend. Das müssen wir gut verstehen. Das ist nicht so, dass wir da uns hinentwickeln in die Trennung. Nein, wir entwickeln uns als erstes einmal dahin, dass wir überhaupt unterscheiden können zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Wenn wir das nicht gemacht haben, können wir niemals in die Einheit wachsen. Hallo Elke, grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du auch da bist. Stefanie, ja, also wenn ihr gerne Fragen habt, gerne, ich könnte gerne auch eure eigenen Erfahrungen hier bringen. Ich werde aber gleich abschließen, so, damit es nicht zu lang wird. Ist ja auch schon wieder später, schon jetzt 21:45 Uhr, 18 Minuten vor 10, 22 Uhr. Ja. Und wisst ihr, wenn ihr einmal dieser Gedanke noch, wenn ihr diese Einheit jetzt erfahrt, das heißt nochmal Einheitsbewusstsein ist, nicht einheitliches Feld ist, so das, was wir erfahren, denn schon, wenn wir so eintauchen, meditieren, transzendieren, alle Objekte sozusagen transzendieren, nicht so kommen denn dahin oder erfahren wir so uns so als die Einheit. Nicht? Das heißt, alle Formen sind weg. Und da sind wir in dieser Einheit. Und dann gehen wir wieder raus und beim Sprechen und Schreiben und Gehen und so und was wir machen, Fahrrad fahren, Auto fahren und so, unserem Beruf nachgehen, dann merken wir am Anfang so, boah, das rutscht uns wieder weg, mich rutscht uns wieder weg. Da sind wir wieder so mehr in dieser Aktivität so eingenommen, so überschattet, dass diese Stille, die wir jetzt in der Meditation gehabt haben, die geht uns wieder weg, nicht? Das ist das Beispiel so, wenn ich ein weißes Tuch nehme und in die gelbe Farbe tue, dann wird das Tuch, das weiße Tuch, ganz gelb. Aber wenn ich jetzt das in die Sonne lege, dann bleicht das aus und siehe da, das ist nur noch ein bisschen gelbe Farbe drin. Und genauso ist das bei der Meditation. Wir tauchen ein, erfahren diese tiefe, tiefe Stille und gehen dann raus in die Aktivität und dann geht diese tiefe Stille wieder weg. Oder wird weniger, ein bisschen Stille bleibt immer. Und dann, wenn wir das jetzt wiederholen, genauso das Tuch immer wieder in die gelbe Farbe, dann ausbleichen lassen. Und wenn wir das so 100 Mal gemacht haben oder und vielleicht noch 4, 5 Mal gemacht haben, dann sehen wir, dass die Farbe bleibt.
Das weiße Tuch hat sich in das gelbe Tuch verwandelt. Und ein gelbes Tuch ist ein völlig anderes Tuch als ein weißes Tuch. Und genauso passiert das mit dir, wenn du immer so in diese Meditation gehst und dann so in die Stille gehst und diese transzendentale Stille erfährst und die mit reinnimmst in deine Aktivität, dann wirst du mir das schon nach kurzer Zeit immer wieder merken, und Elke kann das gut bestätigen, wirst du schon merken, dass die Stille kommt immer mehr in deine Aktivität. Und deine Aktivität wird immer mehr getragen von dieser Stille. Und dann passiert immer mehr, du kriegst das Gefühl, wie ich es gerade sage, diese göttliche Mutter so, oder deine Mami, dass du so gesichert bist. Du bist selbst in dir so voller Vertrauen, voller Liebe, voller Mitgefühl und all diese Qualitäten, so, die wir gerne auch hätten. Die sind alle da, die sind schon da. Nur das Einzige ist, du bist nicht da. Aber wenn du jetzt da bist, Elke sagt, ja, das stimmt. Ja, danke, liebe Elke. Ganz wunderbar. Ja, wenn du jetzt ganz da bist, bei dir selbst, dann merkst du, das kommt auch alles ins Relative rein. Und das ist eigentlich genau genommen, viele Leute haben ja Probleme mit dem Begriff Erleuchtung. Du kommst jetzt immer mehr in die Erleuchtung. Das heißt, du bringst dieses Unmanifestierte, das, was in dir ist, schon alles da ist, da kann nichts was Neues hinzukommen, das ist alles schon da. Das geht nur darum, dass wir uns da wieder daran erinnern, dass wir ja schon diese Erleuchtung sind, dass wir jetzt schon dieses Selbst sind. Aber unsere Erleuchtung nicht, was heißt Erleuchtung? Wir wollen ja in unserer Aktivität, nicht in unserem Denken und in unserem Fühlen und mit unserem Mitpartner und so, also in diesem Miteinander, was wir gerne hätten so und haben, auch so mit unserem Partner, mit unseren Kindern und mit den Leuten so auf der Straße oder überall, nicht, und Beruf so, da möchten wir doch erleuchtet sein. Das heißt, wir möchten die göttlichen Qualitäten zum Erblühen, zum Erstrahlen bringen. Das ist doch Erleuchtung, nicht? Das ist so, dass das richtig aus jeder Pore, aus allen Poren, aus deinen Gehirnzellen und aus deinen Augen, aus deinem Geruch und so und Mund, überall muss dieses Licht, diese Erleuchtung zum Vorschein kommen. Das heißt, wenn du riechst, boah, dann riechst du das Göttliche. Egal, was du riechst, du riechst überall das, was wirklich da ist. Und das Göttliche ist überall. Das ist im Geruch, ist im Geschmack, ist im Gefühl, ist im Herzen, in der Liebe und so. Überall ist diese göttliche Mutter, können wir sagen. Nicht? Diese Qualitäten von der Mutter ist alles da. Dieses Absolute, dieses alles ist da. Es geht nur darum, dass wir das erblühen lassen, indem wir eintauchen in dieses einheitliche Feld, in die Stille und dann alles mit hinausbringen in die Aktivität. Und wenn wir das immer haben, dann sind wir erleuchtet, nicht? Ist so einfach, nicht? Manche Leute beziehen die Erleuchtung nur auf das Absolute und dann sagen die, du musst nichts tun, nicht? Du bist doch schon erleuchtet, nicht? Und das ist das Selbst. Also da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Da macht gar keinen Sinn, überhaupt einen Gedanke drüber zu haben. Aber auch wenn wir darüber nachdenken und so, dann stimmt das ja schon alles nicht mehr, weil das ist ja, das Absolute ist absolut, da kann man nicht drüber nachdenken. Nicht? Das ist man einfach. Man ist es. Aber schon das drüber nachdenken und so, ich bin jetzt ganz im Hier und Jetzt und so, das sind alles Ausdrucksformen. Die fallen alle weg, wenn du es bist. Natürlich, wenn du auch bist, nicht, und wenn man möchte jemanden da ein bisschen inspirieren, dann kannst du sagen, ja, du bist dann immer im Hier und Jetzt. Aber wenn du im Hier und Jetzt bist, dann fallen diese Gesetze alle weg, weil du bist es ja nicht. Da sagst du nicht, ich bin erleuchtet oder ich bin im Hier und Jetzt und so. Das sind alles so Ausdrücke, nicht, die einfach vom Ego normalerweise kommen, nicht, von den Leuten, vom Ego. Ich bin jetzt das, nicht, ich bin das, ich bin das. Aber wenn du das bist, dann ist ja alles das, nicht? Alles ist das, das eine und ein zweites. Ja, und wenn zum Abschluss nochmal, das war ja das mit dem Umweltkatastrophe, so nicht mit dem, was wir jetzt gerade erfahren, so in Deutschland.
Das wird natürlich, werden da die Politiker und so natürlich auch geschüttelt und so. Und es wäre natürlich schön, auch wenn auch die Betroffenen jetzt nicht, die werden geschüttelt, die werden am meisten geschüttelt. Aber es wäre ja schön, auch wenn sie daraus lernen, nicht? Wenn es nicht nur dabei bleibt, zu leiden und sich Vorwürfe zu machen oder zu jammern, weil man da 50 Jahre jetzt gespart hat und sich ein Haus gebaut hat und dann ist es weg, von heute auf morgen weg, 50 Jahre weg. Nein, diese 50 Jahre, die sind nicht weg. Du hast 50 Jahre an deiner Entwicklung gearbeitet und hast bestimmtes Bewusstsein erreicht, aber du hast noch nicht das Bewusstsein erreicht, das notwendig ist, um diese Schäden, die jetzt aufgetreten sind, zu erkennen, dass es einfach nur eine Erscheinung ist, die mit dir nichts zu tun hat. Du bist nicht geschädigt worden durch, auch wenn du dein Haus verloren hast oder deinen Partner verloren hast, deine Katze, du bist nicht geschädigt worden. Das ist nur in unserem Geist, nur in unserem Ego, das glaubt, dass uns etwas genommen werden konnte oder genommen ist jetzt durch die Flut. Das ist nur alles Illusion, nicht alles Ego. Ich meine, das ist jetzt brutal, was ich sage, nicht? Das weiß ich, es ist total brutal. Und das dürfte niemand sagen, wenn jemand davon betroffen ist. Also um Gottes Willen, nicht? Das ist nur jetzt hier für euch, damit ihr erkennt, dass das Selbst immer unberührt ist. Ganz egal, ob das Wasser da kommt, ob das Feuer da kommt, ob es ein Erdbeben gibt, so, ob du an Krebs stirbst so, nicht? Oder sonst eine Krankheit hast, nicht sterben müssen wir alle irgendwann. Das ist völlig, spielt für das Selbst spielt das alles keine Rolle. Das sind alles nur Erscheinungen, die uns eigentlich mitteilen sollten und uns etwas klar machen sollten. Klar machen, dass wir erkennen durch diese Erscheinung, dass wir das Selbst sind. Wir müssen sozusagen durch die Erscheinung durchschauen, die ganze Sache durchschauen. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt daran festhalten, an den Fluten nicht und rumjammern jetzt jahrelang, weil wir unser Haus verloren haben. Das geht nur darum, dass wir auch daraus jetzt lernen und erkennen, dass wir nicht das Haus sind. Wir haben nichts verloren. Wir haben einfach jetzt nur eine neue Möglichkeit, mal ein bisschen wacher zu werden, nicht aufgerüttelt zu werden, nicht. Das ganze Drama, was wir erleben, ist nur dazu da, uns mal wach zu rütteln und uns klar zu machen, dass uns gar nichts passieren kann, nicht. Wir sind von Natur aus, von unserem Selbst her, wir sind unantastbar. All das, was so draußen um uns herum passiert, nicht, das sind Erscheinungen, nicht. Aber wir, das Selbst, das, was wir wirklich sind, ist unantastbar, nicht. Und Erlebnisse, die wir haben, die sind nur dazu da, darum, dass wir erleben oder erkennen können in dem, was wir da erleben, dass es etwas gibt, was hinter dem Erleben ist, wodurch das Erleben erst zum Vorschein kommt. Ja, und dann haben wir die Sicht bekommen, nicht durch das Erlebnis. Genauso wie der Eckhart Tolle, der sagt immer, oh, anfangs so nicht. Depression ohne Ende, Depression, Depression, Depression nicht. Da spricht er ja drüber. Und dann ist er durch die Depression durchgegangen. Durch die schlimmste Depression ist er so durchgegangen, hat er so den Durchblick bekommen, hat er so auch geistige Informationen bekommen, wodurch er noch mehr diesen Durchblick bekam, nicht? Durch seine Fragen, die er gehabt hat und Antworten, die er bekommen hat. Da hat er so den Durchblick gehabt. Und das hat ihn befreit, nicht? Und genauso, wenn jemand jetzt ein Haus verloren hat oder Auto verloren hat, Kind verloren hat, das kann uns, wenn wir wirklich uns öffnen dafür, das kann uns so die Erleuchtung bringen. Könnte, nicht? Ist möglich, es ist besser, einfacher ist es, wenn wir natürlich hier im Trockenen sind, im schönen Stübchen. Und da müssen wir keine Erlebnisse haben. Ich sage nicht, dass wir leiden müssen, um zu erkennen, wer wir sind. Das sage ich nicht. Das sagt die Kirche. Das ist nicht von mir. Aber ich sage jetzt auch, wenn diese Ereignisse da sind, dann da habt ihr eigentlich selbst Schuld dran. Entschuldigung. Ihr müsst das ganze Video sehen, dann versteht ihr das, diese Aussage. Weil wir haben uns gegen die Natur verhalten. Und die Natur reagiert darauf, wenn wir nicht im Einklang mit der Natur sind. Also alles, was uns widerfährt, ob wir Krebs kriegen, ob wir Migräne haben, ob wir Kopfschmerzen haben, dass uns Stein auf den Kopf fällt, alles, egal was es ist, kann nur geschehen, weil wir selbst nicht im Fluss des Lebens waren. Wenn wir das gut verstehen,
dann wird das Leben schon zu 50% leichter. Habe ich selbst erfahren so. Wird zu 50% leichter, nicht? Und kann man, wenn man selbst einen Unfall hatte, wie ich das, den letzten Unfall hatte, wo ich meinen Arm mir gebrochen habe, dann lag ich auf der Straße so, nicht? War eiskalt, nicht? Ohne Ende. Lag da, konnte mich nicht rühren. Ja, aber ich habe schon beim Flug, sagte ich so, Auflösung, nicht? Auflösung von Karma, nicht? Auflösung, weil ich einen Bock gebaut habe wieder in der Vergangenheit, so, nicht? Und nicht in diesem Leben früher. Und dann ist das passiert. Also, es hätte das mit dem Armbruch nicht passieren können. Das ist genauso mit anderen Erlebnissen, Geschichten, mit Krebs und so, auch das, was ich erlebt habe. Das kann nur passieren, weil ich selbst nicht, ich erwähne mich jetzt so, nicht um das mal ein bisschen abzuschwächen, vor allem bei anderen, nicht, und sage es immer leicht zu anderen, sagen anderen, ja, ihr habt da Fehler gemacht. Nein, das betrifft mich genauso. Ich habe Dinge gemacht, die waren nicht in Ordnung. Ich weiß es zwar nicht mehr, was es war, weil es kann nicht in diesem Leben sein. So habe ich so viel Karma, wie ich in diesem Leben abgearbeitet habe oder abgebaut habe. Kann gar nicht passiert sein, dass ich das Karma alles hier aufgebaut habe. Aber das nur zu erkennen, das war für mich auch so ein Schritt, zu erkennen, dass alles, was mir widerfährt, ich selbst mir selbst geschaffen habe, nicht? Und das ist bei mir so 100% jetzt.